So, guten Morgen. Jetzt ist Tag 3 und ich mache mich gleich mit Lisa auf zu unserem Guide, den Schorsch. Ja, weil es ein bisschen zu kompliziert ist, weil wir Off-Piste fahren und oben auch in Bergen da alles machen und im Tiefschnee und so, werde die Kamera an Marlene weitergeben. Dann werde ich heute filmen, dann Mama und Papa sind ja heute bei mir, dann werden die heute auch mal ein bisschen mehr aufgenommen. Ja, genau, so machen wir das und ja, wir nehmen euch mit. Bis dann. Wir haben uns entschlossen, jetzt direkt mit der Bahn rüberzufahren und fangen dann gleich die erste Pistenabfahrt an. Wie ihr seht, wir haben heute wirklich heißer Wetter. Die Sonne strahlt und jetzt geht die erste Abfahrt nach unten für uns. Kurz, Mama, die sieht so richtig drin. Ne? Jetzt sind wir mal auf der roten Piste, machen jetzt einen kleinen Zwischenstopp. Wir fahren jetzt wieder mit der Gondel rüber. Wir haben uns jetzt nochmal entschieden, auf der anderen Seite ein bisschen zu fahren. Wir haben es jetzt 11 Uhr und dann gucken wir mal, wie es da drüben so ausschaut. Also, jetzt nochmal ein kurzes Update. Ich fahre jetzt zur Mittelstation runter, weil Lukas will jetzt die GoPro haben. Dann wechseln wir einmal. Und dann fahre ich wieder zu Mama und Papa. Und Lukas nimmt euch dann den restlichen Tag mit. Luki die Erste. Luki, erzähl doch mal, wie war denn das heute? Einer der schönsten Vormittage in meinem Leben. Sorry, Nele. Das war herrlich. Der Schorsch. Wenig Pausen, aber Pausen werden überbewertet bei diesem Wetter. So, und jetzt dieser Mann.
Abend. Schaut mal, wie hier ist. Das Geburtstagskind. Hat noch Abendbrot bekommen zu später Stunde. Jetzt haben wir knapp 11:30. Wir gehen jetzt wieder mit ihrem iPad entdatteln. Und ja, wir waren lecker essen. Dann habe ich Nele geholt. Die anderen haben noch ein bisschen Zeit miteinander verbracht, ein bisschen gequatscht. Lisa und Philipp sind schon länger schlafen gegangen. Mama und Papa gucken auch noch ein bisschen Fernsehen. Und ja, das war soweit unser Tag. Morgen geht es weiter. Sie mit dabei. Ja, also, bis morgen.